Bei der SEB Eurodrive hatte ich die Möglichkeit, von Ausbildung und Bachelorstudium über Masterstudium nun in meinem Traumjob zu arbeiten. Mein Name ist Carina Witze, ich bin 27 Jahre alt und ich arbeite als Vertriebsingenieurin bei der SEB Eurodrive. Ich bin Ingenieurin geworden, da ich schon immer wusste, dass ich in den technischen Vertrieb möchte. Ich fand die Kombination aus kommunikativen Aufgaben und technischen Aufgaben super spannend und habe mich deshalb dafür entschieden, Maschinenbau zu studieren. Der Grundstein für mein Technikinteresse ist vor allen Dingen in der Schule entstanden. Hier haben mir die Fächer Mathe und Physik besonders viel Freude bereitet. Mir hat es Spaß gemacht, logische Aufgaben zu lösen. Auf den Studiengang Maschinenbau in Kombination mit der Ausbildung zur Industriemechanikerin bin ich durch verschiedene Berufsmessen aufmerksam geworden. Besonders wichtig in meiner Arbeit ist es, den Kunden zu verstehen. Nicht nur die technische Anlage zu sehen, sondern auch zu verstehen, welche Probleme hat der Kunde damit, wie kann ich ihm wirklich einen Mehrwert bieten. Mobile Arbeit ist bei der SEB Eurodrive generell möglich. Dazu kommt, dass ich, wenn ich beim Kunden vor Ort bin, manchmal Zeiten zwischen zwei Kundenterminen überbrücken muss und so ohnehin mobil aus Cafés, aus dem Auto oder eben dann von zu Hause arbeite. Kreativität spielt eine große Rolle in meinem Beruf. Es geht darum, den Kunden in Gänze zu verstehen und gemeinsam auch oft auf kreativen Wege eine Lösung zu entwickeln. Die Arbeit im Team ist mir sehr wichtig. Ich denke, man kann sehr viel voneinander lernen, sei es jetzt technische Erfahrung, menschliche Erfahrung oder einfach, weil ein Kollege den Kunden schon länger kennt als ich. Für meine berufliche Zukunft könnte ich mir vorstellen, aus dem operativen Vertrieb in den strategischen Vertrieb zu wechseln oder sogar eine Führungsposition einzugehen. Ich denke, der Austausch von Frauen im technischen Bereich ist sehr wichtig. Verschiedene Themen kann man nur als Frau nachvollziehen. Und hier halte ich es für schön, den Rückhalt zu haben, dass man nicht alleine ist. Jungen Frauen, die sich vorstellen können, im Ingenieursbereich zu arbeiten, empfehle ich, keine falsche Scheu zu haben. Es macht Spaß, es macht Freude. Probiert es einfach aus, macht ein Praktikum und wenn es passt, dann zieht es durch.